TH Barbecue mit Herzblut grillen, jetzt geht's los. Ich mache heute eine Lammhaxe mediterran. Und für diese mediterrane Lammhaxe brauche ich die folgenden leckeren Zutaten. Es geht los mit diesen wunderbaren zwei Stück von der Lammhaxe. Die habe ich schon mal vormariniert und zwar mit dem Italian Arounder Gewürz. Dann habe ich hier Karotte, Sellerie und Lauch geschnitten. Weiter geht es mit etwas krauser Petersilie, Zwiebeln und Knoblauch, Champignons und Bacon und dem obligatorischen Löffel Tomatenmark. Dazu kommt noch ein leckerer Rotwein und etwas Olivenöl. Tja, ich habe neue Briketts, nämlich von Tom Coco Barbecue, diese kleinen Barbecue Cubes. Das sind also schöne kleine Briketts, ideal für den Dutch Oven. Ich zeige euch die hier gerade mal. Die sind hier also solche kleinen Briketts und ideal für unter den Dutch Oven. Die möchte ich heute gerne mal ausprobieren. Also, ab damit in den Anzündkamin und dann kurzerhand mit dem Anzünder entfachen. Beim Anzünden war die Rauchentwicklung mäßig und dann nachher beim Durchglühen rauchen die Dinger so gut wie gar nicht mehr. Von daher dafür schon mal ein kleines Plus. Auch ein Plus dafür, dass wir hier in diesem großen Gebinde lauter kleine Gebinde haben, sodass dir also nicht gleich die ganzen Kohlen hier um die Ohren purzeln. Ja, die dürfen jetzt hier schön durchglühen und wenn sie es dann fast ganz geschafft haben, dann bin ich auch schon zufrieden und gebe sie mir hier auf meinen Feuertisch. Und jetzt geht's los an den Dutch Oven. Es ist Herbst und es ist Dutch Oven Zeit. Also, ihr seht es, das passt hier wunderbar drunter. Der eine hat sich noch ein bisschen aufgestellt. So, und jetzt seht ihr, die kleinen Cubes passen also wunderbar unter diesen Dutch Oven drunter. Ich beginne jetzt hier mit dem Bacon und den lasse ich mir erst einmal schön knusprig aus. Ich finde, jedes Gericht sollte genau so anfangen. Gut, wenn der Bacon dann ordentlich ausgelassen wurde, nehme ich hier so eine Schaumkelle, weil ich möchte gerne so viel wie möglich vom Baconfett im Topf belassen, um genau darin dann nachher meine Lammhaxen anzubraten. So, hier also den knusprigen Bacon schon mal rausnehmen und ins Baconfett kommen dann die zwei vormarinierten Lammhaxen und die werden dann ringsrum schön goldbraun angebraten. Macht das nicht zu heftig und nicht zu dunkel, sonst verbrennen euch die Kräuter und es wird bitter und nicht lecker. Seht es hier einmal ringsrum, dem Ganzen eine schöne Bräunung geben. So ist das genau richtig, so soll das sein. Und der Duft dabei, ich kann euch sagen, dieses Baconfett mit den Lammhaxen, das war schon mal der Knaller. Die Lammhaxen kommen jetzt erstmal raus aus dem Dutch Oven. Und wir machen weiter mit den Champignons. Das waren jetzt so riesen Barbecue-Champignons. Da braucht man also nicht so viele von und muss auch nicht so ewig schnibbeln. Wenn er die nicht kriegt, nehmt er halt die kleineren. Dazu kommen die Zwiebeln. Und jetzt versuche ich mit den Zwiebeln und den Pilzen schon mal diesen Pfannensatz so ein bisschen zu lösen und so ein bisschen frei zu kriegen, weil das ist alles Geschmack und den wollen wir nachher an die Soße kriegen. Gut, wenn das gelungen ist, dann geht es hier jetzt weiter mit dem restlichen Schmorgemüse. Das sind also die üblichen Verdächtigen, Karotte, Sellerie und Lauch. Einfach so ein kleines Gebinde, kleingeschnittene, mundgerechte Stücke und das kommt zum Schmoren mit in den Topf. So, wenn das dann auch so ein bisschen angeschmuggelt ist, legen wir noch ein bisschen Olivenöl nach und Gewürz. Das ist das gleiche Gewürz wie vorhin an der Lammhaxe. Auch das wird nochmal untergerührt und eingearbeitet. Und wenn sich dann so ein schöner, leckerer, mediterraner Geruch auf der Terrasse ausbreitet, wisst ihr, die Gewürze fangen an, ihre ätherischen Öle abzugeben. Dann kommt noch das Tomatenmark dazu, wird auch noch mal kurz mit angeröstet. Der Bacon fällt in den Topf und die Lammhaxen kommen wieder dazu. Alles, was die an Flüssigkeit abgegeben haben, träufle ich jetzt hier einfach noch mal mit drüber. Das ist alles purer Geschmack und gehört in den Topf und nirgends woanders hin. Und dann kommt die ganze halbe Flasche von dem Rotwein in den Topf und noch etwas Wasser zum Angießen. Die andere halbe Flasche, die ist dann irgendwie im Koch verschwunden. Gut, zum Schluss gebe ich noch die Petersilie über das Ganze, schließe den Deckel und setze mir hier die
übrigen Kohlen wieder oben auf dem Topfdeckel drauf. Und bei starker Unterhitze und schwacher Oberhitze darf das Ganze jetzt schmoren, bis die Kohlen verbrannt sind. Nach einer halben Stunde schaue ich bei Topfgerichten immer einmal kurz nach dem Rechten, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ihr seht das, das kocht, aber es kocht nicht wie Wäsche. Und genau so möchte ich das haben. Und jetzt dürfen die Kohlen einfach ihren Job tun und genüsslich runterglühen. Nach 2,5 bis 3 Stunden war es dann soweit. Unsere Lammhaxen sind fertig geschmort und können raus aus dem Topf. Ihr seht es, das Fleisch hat sich wunderbar zurückgezogen und den Knochen preisgegeben. Die nehme ich jetzt raus, weil ich dann die Soße etwas anpürieren werde. Nur ein bisschen. Ein Teil des Gemüses wird ganz bleiben, werdet ihr gleich sehen beim Anrichten. Und den Rest püriere ich grob, damit wir da also eine schön sämige Soße bekommen. So, hier haben wir das Gemüse. Und das breite ich mir hier auf meiner Schale aus. Auf das Gemüse setze ich mir dann die Lammhaxen ein und darauf wiederum kommt die Soße. Tja, das war mein Video zu den Lammhaxen mediterran. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir einen freundlichen Kommentar und solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann dürft ihr das jetzt gerne nachholen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.